Ja, wir sind vor kurzem ausgezeichnet worden als schönster Supermarkt der Welt mit dem Euroshop Retail Design Award. Aber der große Unterschied beim Supermarkt des Jahres ist, da geht es weniger um Design, da geht es um das, was die Mitarbeiter drinnen machen, geht es um die Leistung der Mitarbeiter. Früher wollten wir immer die besten Supermärkte in der Region haben. Heute wollen wir das auch, aber wir wollen auch der beste Arbeitgeber in der Region sein. Wir wollen einfach den Freizeitwert der Mitarbeiter steigern. Wir schauen uns immer viel um und suchen weltweit nach neuen innovativen Ideen. Und so haben wir zum Beispiel in Italien was gesehen, Einkaufen und Lernen in einem Markt, das uns sehr gut gefallen hat. Und das haben wir probiert hier umzusetzen mit verschiedenen Lerntafeln. Wir haben einen Frischanteil von über 50%. Das Edeka-Sortiment ist für uns die Basic, der Standard. Und dann haben wir noch jede Menge Streckenlieferanten, Direktlieferanten. Für jeden Kaufmann ist Edeka der optimale Heimathafen. Wir haben kreative Freiräume, sodass wir uns bestmöglich entfalten können. Ganz viele in der Branche erklären uns für schwachsinnig, dass wir das so machen. Aber wir verzichten ganz bewusst auf Zweitplatzierungen, auf Displays in den Gängen, auf super Sonderangebote, Monatsknüller und sonstige Preisschilder, Quengelzonen an der Kasse und all das. Das ist bei uns Hausphilosophie, dass wir genau diese Dinge nicht machen.